So, ich begrüße euch zu unserem zweiten Durchlauf der Tour de France. Beim ersten Durchlauf mit Groupama FDJ lief es ja ganz gut, da war ich zufrieden mit. Ich spoilere jetzt mal nicht, wie es gelaufen ist, aber ich war zufrieden. Das kann alles bedeuten, da ich eine Lusche bin. Kann das bedeuten, dass ich mit Gaudu auf Platz 57 angekommen bin oder eben vielleicht die Tour de France mit 57 Minuten Vorsprung gewonnen habe? Man weiß es einfach nicht. So, ich bin hier ein bisschen ideenlos und ich muss gestehen, ich habe den Bora-Hype ein klein wenig genossen, auch den Buchmann-Hype, der durch die zarte Stimme von Florian Nass durch Deutschland geweht ist, habe ich ein bisschen, ja, mich anstecken lassen. Deswegen denke ich mal, wir sind parallel sowieso jetzt bei der Tour de France mit Jan Ulrich angekommen, bei unserem Pro-Kapitän-Modus. Da werden wir auf Bergtrikot, auf grünes Trikot, auf Etappensiege, auf Kampfgeistwertung gehen. Also quasi auf alles bis auf weißes und gelbes Trikot. Das werden wir rauslassen. Das startet dann wahrscheinlich morgen. Heute gibt es das Finale oder gab es das Finale? Der Dauphiné, auch eine sehr lange Folge, ich glaube 56 Minuten. Jetzt versuche ich hier noch mit Bora das Ganze ein bisschen anzuschließen. Wir gehen hier mit der Original-Startliste der Tour de France rein. Also da fehlt wirklich kein Fahrer. Natürlich die, die auf der ersten Etappe gestürzt sind, Carapaz und Enric Mas, sind dann jetzt natürlich trotzdem hier mit drin. Wir versuchen mit Jai Hindley das zu machen, was er ja auf der fünften Etappe sehr, sehr gut gemacht hat, auf der sechsten dafür dann nicht ganz so gut. Ich habe natürlich die Datenbank ein bisschen umgestellt. Emanuel Buchmann ist jetzt im deutschen Meistertrikot am Start. Die anderen Meister habe ich jetzt nicht geändert. War mir ehrlich gesagt zu blöd. Also Carlos Rodriguez ist jetzt hier noch spanischer Meister, obwohl das, glaube ich, eigentlich nicht mehr ist. Aber ich glaube, es hat jetzt nicht so den Rieseneinfluss auf die Klickzahlen. Ich glaube, Buchmann im deutschen Meistertrikot, da schlägt aber das Herz höher. Wir werden hier gerade richtig weggedrückt. Keine gute Position für Jai Hindley. Aber ich habe Bock auf Bora Hansgrohe. Wir haben Nils Pollitt, den deutschen Zeitfahrmeister, mit dabei. Leider keine Kopfsteinpflaster-Etappe dieses Mal. Das war letztes Mal immer das reinste Fest, wenn man dort rübergeballert hat. Gerade auch mit Ulla hat das mega Spaß gemacht, als er dann irgendwann auch den mega Kopfsteinpflasterwert hatte. So, dadurch, dass ich jetzt die Startliste eingegeben habe, bin ich jetzt völliger Experte. Ich kann sie quasi auswendig runterbeten. Ich könnte die Kinderwette bei Wetten, dass gewinnen. Ich glaube, weil die Kinderwette aber auch außer Konkurrenz läuft, bin ich mir gerade unsicher. So, also bei aller Serie, nee, bei allem Witz wollen wir natürlich auch ein bisschen seriös bleiben. Die Tour de France bislang mega geil und ich finde, so ein Bora-Let's Play kann man jetzt auch extrem gut dafür nutzen, um mal so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Die ersten beiden Etappen waren nice. Die dritte, vierte Etappe konnte man komplett vergessen. War super langweilig. Die fünfte, sechste war wieder toll. Und die siebte heute, die jetzt gerade hier parallel läuft, 27 Kilometer sind es für mich noch, die ist wieder furchtbar langweilig. Also die Flachetappen sind richtig scheiße. Hoffen wir mal, dass es genügend Teams gibt, die dann später unzufrieden sind und ihre Fahrer dann halt trotzdem noch in die Ausreißergruppe schicken. Ich würde Peter Sagan. Oh, wir haben Jordi Meus verloren. Das ist nicht gut. Eigentlich unser Top-Sprinter, aber heute wird es wahrscheinlich mit dem Sprint ohnehin nichts werden, weil am Berg der dritten Kategorie nochmal ordentlich geballert wird. Aber wir haben Danny van Poppel noch mit dabei, für den ich heute sowieso eher gefahren wäre, aufgrund der Tagesform. So, Patrick Konrad bei uns. Wir schauen mal auf die Position von Danny van Poppel. Generell Bora Hansgrohe ja zweigleisig am Start. Ach, guck mal an hier. Danny van Poppel, aber ganz, ganz weit vorne. Richtig stark. Dann verteilen wir doch mal die blauen Gele an alle Fahrer und gehen aber wieder zu Jai Hindley, den wir natürlich aufs Podium bringen wollen. Das sieht ja gut aus in der Realität. Ich glaube schon, dass Jai Hindley so der dritt-, viert-, fünftbeste Bergfahrer der Tour de France ist. Hier muss man natürlich, wie gesagt, Enric Mas und Richard Carapaz noch mit reinrechnen. Ich glaube schon, dass die zwei richtig gut sind. Bei unserem ersten Durchlauf mit Groupama, so viel sei verraten, sind die beiden eben auf Platz 4 und 5 reingekommen. Die fehlen der Tour de France so ein kleines bisschen. So, let's go. Ein bisschen regenerieren. Möglichst auch nicht stürzen. Das sollte aber machbar sein. Wie gesagt, bin gerade mega gehypt. Das mit Ulle macht super viel Spaß und mit Ulle haben wir halt einen vielseitigen Fahrer am Start. Also das ist halt nochmal spannender, weil der Bergwert so unfassbar schwer zu leveln ist. So, danke Lawson Craddock, dass du mir da noch reingebuttert bist. Habe ich jetzt echt gebraucht. Dasselbe mache ich jetzt mit Juul Jensen. Der wird sich gerade dasselbe denken. Der, der gerade Juul Jensen steuert, der denkt sich, ja, danke Giantly, dass du mir da reingefahren bist. Da hier jeder Fahrer natürlich von den Entwicklern selbst gesteuert wird. So muss man sich das mal vorstellen, dass dann immer da 180 Leute sitzen und die Fahrer einzeln steuern. Ja.
So läuft das, so wie früher das Radio immer kleinen Kindern erklärt wurde, dass da ein kleiner Mann drin sitzt und die ganze Zeit singt. So, der Berg der dritten Kategorie steht an. Tadej Pogacar auf der sechsten Etappe. Alter, habe ich das gefeiert. Also, ich habe es mit meinem Vater zusammengeschaut. Ich glaube, er wird es bestätigen können. Ich bin echt richtig aus dem Sattel gegangen. Ich habe gejubelt, weil einfach die Tour de France dadurch wieder richtig spannend wird. Jeder hat, glaube ich, prognostiziert, wer ein bisschen Ahnung hat von Radsport, die sechste Etappe, so wie Vingegaard das Ganze angegangen ist, die sechste Etappe wird einfach ganz klar in Richtung Jumbo gehen. Am Tourmalet, Tourmalet? Ich verwechsel die Berge manchmal ein bisschen. Am Tourmalet Vingegaard richtig stark gewirkt, das Ganze von vorne gefahren, in meinen Augen viel zu offensiv, viel zu früh die Energie auch rausgebuttert. Pogacar ganz, ganz clever gemacht. Aus dem Vorjahr halt auch gelernt und sich einfach nur hinten dran geklemmt, gedacht, ja, Mai, wenn du dich so stark fühlst, ich bleib so lang dran, wie es geht. Und dann kann ich meine Beschleunigungsstärke eben ausspielen am Berg. Und das hat funktioniert. Jetzt sind es, glaube ich, 24, 25 Sekunden Abstand. Puy de Dôme am Sonntag. Damit geht's dann weiter. Ich bin mega gehypt. Das wird ein epischer Fight. Meine Prognose, ich sage jetzt einfach mal meine Prognose, da kann man natürlich dann in 2 Wochen sagen, du Trottel, du hast ja gar keine Ahnung von nichts. Ich glaube nach wie vor trotzdem, dass Jonas Vingegaard das Ganze gewinnt. Gibt momentan die Diskussionen, wer jetzt den besseren Punch hat, wer bei längeren Anstiegen besser ist. Und ich glaube, dass es auch einfach stimmt, dass der Berg gestern einfach Pogacar unfassbar gut gelegen hat, wobei er natürlich auch im Tourmalet dranbleiben konnte. Aber wenn so Col de la Losse, der dann ja zum Abschluss quasi der Tour de France fast kommt, wenn der dann am Start ist, dann wird es schon heftig werden für Tadej Pogacar. Da glaube ich, dass Vingegaard einfach der Bessere ist und sich dort vielleicht nochmal die entscheidenden Sekunden holt. Genauso wie wir uns jetzt hier vielleicht die entscheidenden Sekunden holen. 10 Kilometer sind es noch. Danny van Poppel ist ja immer noch in einer guten Position. Ja, doch, geht eigentlich schon. Ja, wir lassen ihn mal. Wir können später immer noch umswitchen. Wir bleiben jetzt mal bei Jai Hindley, versuchen uns vielleicht vorne die Bonussekunden zu holen. Da wird es gleich sehr, sehr steil. So, 10 Kilometer noch. Patrick Konrad an unserer Seite. Boah, da kommt Toins. Wir sind natürlich sehr früh jetzt hier los. Wir nehmen schon mal ein bisschen rotes Gel. Und dann gleich nochmal durchziehen zu können. Das werden wir dann eh nicht mehr brauchen. Also wir versuchen natürlich realistisch hier zu spielen, aber wir wollen auch diese 8 Sekunden. Und hier ging es ja mit Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard direkt mal los, die sich da richtig hart gebettelt haben. So, wir müssen noch warten. Vorne kommt sogar noch eine kleine Kurve. Das können wir ausnutzen. Und holen uns auf jeden Fall mal die Bonussekunden. Ob es fürs gelbe Trikot reichen wird, sehen wir dann. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das gelbe Trikot angeht. Hier hinten verteilen wir mal die roten Gele. Genauso an Patrick Konrad. Dann können die ein bisschen regenerieren. Und wir ballern mit Jai Hindley jetzt einfach mal in diese Abfahrt rein. Nehmen noch ein bisschen blaues Gel, wobei das ist eigentlich eher unerheblich. So, 9 Sekunden zur Gruppe Yates, die sich ja dann hier den Sieg geholt haben. Das war auch eine super geile Geschichte. Da bin ich richtig nervös gewesen. Ich habe es mir zwar nur Real Life angeschaut, aber es war einfach eine mega geile Story. So, wir versuchen hier ein bisschen durchzuziehen. Pogacar ist da jetzt. Ach, guck mal hier, die sind sogar dran. So, da gehen wir nochmal ein bisschen in die Aerodynamik, versuchen den roten Balken wiederzuholen. So, danke, Toins. So, nee, wir fahren das jetzt nicht hier frontal. Es sind 28 Fahrer dahinter. Da ist leider unser Sprinter van Poppel nicht dabei. Aber wir haben ja Buchmann. Der hatte, wie ich gehört habe, einen super Sprintwert. So, es ist nicht viel, was wir Vorsprung haben, aber ich würde es eigentlich ganz gerne behalten. Na, okay, jetzt scheint sich's dann alles wieder zusammenzufahren. Okay, nee, dann wird es hier schwierig werden. So, Kilometer 0 ist erreicht. Nice. Sind einfach im Kreis gefahren. Hase und Igel. Wir waren zuerst da. Hätten wir einfach am Start warten sollen. Cleverer Trick. Alter Schwede, was hat Education First hier vor? Ich wüsste gar nicht, für wen die da sprinten. Wout van Aert ist mit dabei. Haben wir irgendeinen Top-Sprinter jetzt hier mit dabei? Ja, Haller ist eigentlich gar nicht so schlecht. Marco Haller, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so gut werden wird. Kann ich mir irgendwo eigentlich unser Team hier nochmal anschauen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dann wir ziehen es einfach mal mit Jai Hindley durch.
Buchmann hat zwar den volleren roten Balken, aber der wird halt 0,0 sprinten können. Wäre aber schon witzig, jetzt hier mit Buchmann den Sieg zu holen auf der ersten Etappe im Sprint. Der hat sogar noch volles rotes Gel. Wieso hat er das nicht genommen? Nee, aber komm. Auf geht's, Buchi. Zieh durch. Manny Buchmann mit dem Sprintsieg. Auf, zieh rüber und dann durch. Nee, leider nicht. Haben wir jetzt einfach mal versucht, Späßchen, ne? Also Jay Hindley hätte jetzt eh keine 10 Sekunden mehr geholt, weil der rote Balken einfach zu klein ist, aber deutscher Meister Emanuel Buchmann leider nicht mit dem Sieg. Wir holen uns die 8 Sekunden. Wir schauen jetzt mal, wer sich hier die 10 Sekunden Zeitbonifikation geholt hat. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht Tadej Pogacar und so weiter war. Gelbes Trikot geht auf jeden Fall nicht an Jay Hindley. Das ist aber auch gut, dann müssen wir auch keine Nachführarbeit machen. Das ist im Game durchaus ganz ordentlich integriert. Ich finde, beim Pro Cycling Manager haben sie es echt verschärft. Wenn man das gelbe Trikot hat, muss man echt hinterherfahren, was mir ja gar nicht liegt. So, jetzt schauen wir nochmal drauf. Nicht, dass da irgendwie richtig was scheiße gelaufen ist. Pogacar sollte sich nichts geholt haben. Wout van Aert vorne. Und die Ineos Grenadiers holen sich den Sieg. Hat Kwiatkowski jetzt gewonnen, oder was? Ladies and Gentlemen. Ah, Pidcock, ja, den habe ich ja ganz vergessen. Thomas Pidcock natürlich mit dem Sieg. Wir holen uns 8 Sekunden für die Gesamtwertung. Erstmal ganz gut. Emanuel Buchmann im Sprint vorne mit dabei. Jay Hindley hat hoffentlich jetzt keine Zeit verloren. Nee, er ist 23. geworden. Also Emanuel Buchmann auf Platz 7 im Sprint. Dass man das nochmal erleben darf. Mit Hindley wären wir vielleicht weiter vorne reingekommen. Aber Hindley jetzt auch nicht dafür bekannt, der absolut mega Beschleuniger zu sein. So, Bergwertung ist für uns kein Ziel. Unser Ziel ist ganz klar die Gesamtwertung. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf Jay Hindley und Emanuel Buchmann. Schicken sicherlich den ein oder anderen mal in die Ausreißergruppe. Flachetappen versuchen wir mit Rody Meeuws und mit Danny van Poppel ordentlich reinzuhalten. Profil der zweiten Etappe schauen wir uns nochmal an. Auch das war eine sehr, sehr geile Etappe. Außerdem mag ich diese Einspielvideos immer. Die bringen die Atmosphäre gut rüber. Im Baskenland, da geht es natürlich weiter. Der Auftakt war mega für alle Radsportfans, auch für alle ein bisschen älteren Radsportfans, die diese baskischen Teams noch miterlebt haben. Einfach mega gut. Berg der zweiten Kategorie, nach San Sebastian geht es. Auch ein Fußballverein, den ich immer gerne mal beim Football Manager trainieren möchte. Athletic Bilbao oder San Sebastian. Das sind so zwei Vereine, da hat man richtig Bock auf die Jugendarbeit. So, Tom Pidcock in Gelb, Hindley direkt in Lauerposition, hat sich gleich mal entscheidend 8 Sekunden von Tadej Pogacar abgesetzt. Das wird er nicht mehr gut machen können. Wir haben wieder das Zeitfahren drin. Jay Hindley, kein besonders guter Zeitfahrer, wird er sicherlich 1,5-2 Minuten verlieren. Wir müssen es also in den Bergen irgendwie richten. Und ich glaube, auch in den Bergen sind natürlich Pogacar und Vingegaard eigentlich stärker. Jetzt schauen wir mal, Berg der zweiten Kategorie. Da wird es dann auch ordentlich zur Sache gehen. Ich glaube, ich habe auch gerade erste und zweite Etappe ein bisschen durcheinander geworfen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verwechselt. Aber Victor Lafay war auf jeden Fall auf der ersten Etappe mit dran. Und bei der zweiten Etappe, ich kriege es gerade schon gar nicht mehr zusammen. Also, wir gehen einfach mal rein und dann schaue ich mir nochmal das Endergebnis an. So, ja, ich habe mal nachgeschaut. Jetzt habe ich mich erinnert. Natürlich, die Diskussion habe ich selber im Video ja noch drüber geredet, bei Ulle, glaube ich. Die Diskussion um Vingegaard und Wout van Aert. Vingegaard in der Gruppe hätte sicherlich für Wout van Aert den Sprint anfahren können, während Victor Lafay eben aus dem Nichts kam und seine sehr, sehr gute Form aus der ersten Etappe dann eben, ja, nochmal bewiesen hat. Alter Schwede, was ging da vorne jetzt ab? Juckt mich, hat mir gerade an der Nase gejuckt. Man merkt, es ist jetzt auch schon ein bisschen später für mich. Ich bin ein bisschen durch. Die Seriosität fehlt mir ein bisschen. 33 Fahrer hier vorne. Buchmann ist leider abgehängt. Aber gut, für die Gesamtwertung spielt er jetzt keine große Rolle. Wäre trotzdem schön eigentlich. Danny van Poppel, geben wir mal rotes Gel. Politz. Eigentlich können es fast alle nehmen. Es kommt danach eh nicht mehr viel nach dem Berg der zweiten Kategorie. Da werden wir das rote Gel kaum brauchen. Also müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Buchmann ist ein bisschen zurück mit Bob Jungels an seiner Seite. Aber für uns ist wichtig, dass Jay Hindley hier auf jeden Fall vorne ist. 1 Minute 14, noch eine Ausreißergruppe vorneweg. Sepp Kuss an unserer Seite, alter Schwede. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, der beste Helfer überhaupt. Aber es ist natürlich, wie gesagt, nochmal auf die Etappe zurückzukommen. Hätte Jonas Vingegaard hier für Wout van Aert den Sprint anfahren sollen? Es gibt immer wieder komische Medienberichte. Und man hat das Gefühl, dass die Netflix-Doku vielleicht doch
irgendwie halbwegs wahre Geschichten erzählt hat, dass Wout van Aert und Vingegaard jetzt nicht unbedingt die allerbesten Freunde sind. So, wir kommen ein bisschen zum Flachstück. Der Gijsbel, ja auch bekannt, Klassiker San Sebastian. Einige Fahrer da schon erfolgreich gewesen, die jetzt auch bei der Tour de France mit dabei sind. Remco Evenepoel hat das ja auch in ganz, ganz jungen Jahren, ich glaube mit 19 oder so, das war sein erster ganz großer Sieg mal gewonnen. So, mit Hindley werden wir wahrscheinlich vorne die Bonussekunden ohnehin nicht mehr bekommen. De Laplace und so weiter sind da mit dabei. Da kriegen jetzt ein paar Fahrer Probleme. So, blaue Gele haben wir. Ach, wir haben gar nicht die roten Gele gegeben. Sollten wir dann vielleicht jetzt mal machen. Rotes Gel. Und da kriegen sie. Ja, das sieht ja eigentlich noch ganz gut aus hinten bei Buchmann. Jetzt natürlich nicht überragend für uns, aber Manny Bookman ist natürlich eher als Helfer hier mit eingeplant. So, Nielsen Paulus aktuell im Bergtrikot mit Aramburu, Tom Pidcock, gelbes Trikot, da hängen wir uns mal mit rein. Haben wir noch einen Helfer? So richtig nicht. Die nehmen gerade die roten Gele, aber da wir jetzt ja eh gerade in der Konterattacke sind, wird es wahrscheinlich eh kompliziert werden. Also hier ähnlich hohes Tempo, aber hier ist eine etwas größere Gruppe dann drüber gefahren. Tadej Pogacar bei uns am Hinterrad. Nehmen wir mal ein bisschen rotes Gel. Falls da doch nochmal. Ach, guck mal, Patrick Konrad, ja, nice. Welcome. Nils Poljet fällt da ein bisschen zurück. Konrad ballert uns nochmal schön weg. Ist jetzt noch eine Gruppe aus 16 Fahrern nur hier vorne. Carlos Rodriguez haben wir da hinten gesehen. Vingegaard ist abgehängt. Deswegen geht Pogacar da jetzt auch nochmal durch. Das ist eine halbe Minute. Huiuiui, also das ist schon ein Statement hier auf der zweiten Etappe. Hier geht es richtig zur Sache. Simon Yates mit dabei. Zweiter gewesen, grünes Trikot getragen. So, wir holen uns die Bonussekunden aber, glaube ich, nicht mehr, oder? Doch, scheiße, die gibt es doch noch. Nehmen wir noch schnell das rote Gel. Schauen wir mal, die dürfen, Pogacar dürfen wir die nicht geben. So, Pogacar ist durch. Vorne Paulus, der wirklich das Bergtrikot haben will. Da komme ich nicht mehr ganz hin, leider. Schade. So, 16,5 Kilometer sind es noch. Aber immerhin noch mal 5 Sekunden müsste eigentlich bedeuten, wenn jetzt nichts ganz Verrücktes passiert, dass wir uns das gelbe Trikot ballern. Wobei Tom Pidcock ist natürlich auch hier vorne dabei, wenn der jetzt im Sprint noch mal was macht. So, wir hängen uns mal am Pogacar dran. Der soll ein bisschen fahren. Vingegaard verliert 33 Sekunden bei so einem kurzen, knackigen Anstieg. Interessant, wir können jetzt leider nicht komplett in die Aerodynamik gehen, weil die ballern hier natürlich durch. Okay, jetzt gehen sie auch mal in die Aerodynamik. So, Anna kommt gerade heim. War die Etappe trotzdem noch fertig. Muss eigentlich gleich mal Nero rauslassen, damit er sie begrüßen kann. So, ich mache einmal einen kurzen Cut, begrüße Anna und dann geht's gleich ins Finale der Etappe. So, wir steigen wieder genau da ein, wo wir aufgehört haben. 12 Kilometer sind es noch. Wir sind noch mittendrin in der sehr, sehr steilen Abfahrt. 18 Fahrer. Vingegaard wird wieder rankommen. Ich glaube, das ist relativ deutlich, dass der es gleich schaffen wird, die Lücke hier zu schließen. Wir nehmen mal wieder blaues Gel und ballern aber hier weiter runter. Hoppala, da die Kurve ein bisschen weit, aber wir nehmen den Schwung trotzdem mit. Tom Pidcock, das ist ein guter Abfahrer, habe ich gehört. Der sollte hier eigentlich gut mit runterkommen. Jonas Vingegaard eigentlich auch ganz gut abgefahren, als er da attackiert hat. So, vorne jetzt Pogacar und Paulus. Ist das Paulus noch? Jo. Die sich da abgesetzt hatten, kurz. So, jetzt sind wir in der Ebene angekommen. 8 Kilometer sind es noch. Wenn wir natürlich jetzt Vingegaard ein bisschen was abnehmen könnten, wäre eigentlich ganz nice. Wir schicken mal Konrad in die Arbeit mit rein, damit das Tempo hier hoch bleibt. Und dann gehen wir mit Jai Hindley natürlich in den Sprint. Wir lassen das vielleicht mal, damit ihr sehen könnt, was der Kollege Vingegaard da hinten so treibt. So, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut, die Attacke da vorne. Wir schauen, ob wir das nochmal zugefahren bekommen. So, mal gucken. Hängen wir uns mal hier mit rein. Ein bisschen windgeschützter. Müssen ja das nicht komplett selber zufahren. Rotes Gel haben wir keins mehr, aber alter Schwede.
Vingegaard immer noch 20 Sekunden dahinter. Also wir gehen mal ans Hinterrad von Patrick Konrad vielleicht. Schauen wir mal, dass wir hier die Lücke zumindest wieder schließen. Bei Konrad sind und Vingegaard kriegt das Ding nicht geschlossen. Da sind auch die Helfer ziemlich platt. Wir sind jetzt am Hinterrad von Konrad. Versuchen nochmal ein bisschen zu regenerieren. Also den roten Balken regenerieren. 17, 18 Sekunden. Konrad ballert das hier richtig gut zu Ende. Der kann leider nichts mehr nehmen. Muss man beim Radsport auch immer vorsichtig sein, was man sagt. Der kann jetzt hier nichts mehr nehmen. Jetzt kommt nochmal diese kurze Steigung, wo Victor Lafay sich ja entscheidend abgesetzt hat. Und die Jumbo-Jungs konnten die Lücke da nicht mehr schließen. Die waren einfach auch platt. Also Jonas Vingegaard hätte gekonnt, wollte aber nicht. 2 Kilometer sind es noch. Abstand immer noch deutlich. So, Aranburu geht sehr früh los. So, mal schauen. Kommen wir da nochmal irgendwo aus dem Windschatten raus? Ne, da sind wir nicht gut genug in der Beschleunigung. Sieg geht an Wout van Aert im grünen Trikot. Und ich glaube, dass Pidcock auf der 2 reingefahren ist. Der sollte sich dort dann das gelbe Trikot quasi virtuell, was wir virtuell hatten, hat er sich jetzt wieder zurückgeholt. Für uns aber trotzdem ein gutes Ergebnis, vor allem weil Vingegaard ein bisschen Zeit verliert, so circa 20 Sekunden. War jetzt in keiner guten Position für den Sprint. Das hätte noch ein bisschen besser laufen können. Aber gut, trotzdem ein guter Tourauftakt für uns. Buchmann haben wir verloren, aber war von vornherein klar, dass er als Helfer mit dabei ist. Wir können ja vielleicht mal hinten raus auf Etappenjagd gehen mit ihm. Wir brauchen ihn zwar an der Seite von Jai Hindley, aber wir haben ja auch Patrick Konrad dabei. Also für uns ist es der 5. Platz geworden. Ich glaube, eine Sekunde fehlt uns zum gelben Trikot, wenn ich es jetzt richtig hochgerechnet habe. Also eine Sekunde Abstand zu Tom Pidcock, der es eigentlich behalten haben müsste. Ich glaube, er ist nämlich nur Dritter geworden. Wir haben uns 5 Sekunden geholt, er hat sich 4 Sekunden geholt. Wir hatten 2 Rückstand, also müsste das eine Sekunde sein, wenn ich es richtig überschlagen habe. Ja, genau, eine Sekunde und Wout van Aert müssen wir natürlich auch noch mit reinrechnen. Der ist zeitgleich mit Tom Pidcock, also läuft gut. Pogacar 12 Sekunden Abstand und dann schauen wir nämlich mal weiter. Da sehen wir Vingegaard, alter Vater, 1 Minute Abstand. Holy shit, also Vingegaard schon 1 Minute hinter Jai Hindley. Heute keine gute Tagesform bei Jonas Vingegaard. Das ist schon mal ein guter Start in die Tour de France für Bora, für unsere Ambitionen, das Podium zu holen. Richtig, richtig gut. Buchmann mit 1,53 auf der 22. Position ist jetzt für uns, wie gesagt, nicht wichtig. Wir haben mit Konrad, Buchmann und Jungels 3 gute Berghelfer, die sicherlich jetzt nicht so überragend sind wie die von UAE und Jumbo. Aber trotzdem können wir damit auf jeden Fall arbeiten. Dritte Etappe wird jetzt unspektakulär. Da versuchen wir mit Rodimius. Ich spreche den Namen mit Absicht nicht richtig aus, weil sonst müsste ich kichern. So, es geht nach Bayonne. Also wir reisen rüber aus dem Baskenland nach Frankreich. Das wird ein klassischer Sprint. Gerade Jasper Philipsen seine 3. Etappe gewonnen. Wahnsinn, der Typ. Ich glaube, wir haben, ja, die meisten haben gehofft, dass Mark Cavendish sich den Sieg holt. Aber ich mag Mark Cavendish einfach nicht. Ich drücke ihm auch nicht die Daumen, jetzt den Rekord zu holen. Also ist bei mir irgendwie einfach so. Ich konnte ihn noch nie leiden und ich finde ihn unsympathisch, deswegen drücke ich ihm einfach nicht die Daumen. So ein Rekord ist immer cool, aber ich habe eigentlich lieber, dass Eddy Merckx noch Co-Leader ist in der Statistik. Also 184 Kilometer, reiner Sprint, 4. Etappe ebenfalls reiner Sprint, die 5. Etappe nehmen wir auch noch mit rein. Da hat Jonas Vingegaard ja die Muskeln spielen lassen, bevor auf der 6. Etappe dann Tadej Pogacar zurückgeschlagen hat. Das schneiden wir jetzt alles noch in die erste Folge rein, kurz und kompakt. Also let's go, mal schauen, Danny van Poppel oder eben Rodimius. So, die letzten 7 Kilometer, wir fahren mal auf den dicken Popo von Jakobsen drauf. Danny van Poppel einfach besser heute drauf als der Kollege Rodimius. Der hat schon ein bisschen mehr roten Balken verloren, der Belgier. Deswegen gehen wir hier mit Danny van Poppel rein. Bruder von Boy van Poppel, die van Poppel-Brüder. Früher haben wir uns darüber lustig gemacht, inzwischen ist das natürlich alles hier seriös durchgetaktet. Da macht man keine Witze mehr über irgendwelche Namen. Schade, dass jetzt gerade kein lustiger Name eingeblendet wurde. Asgreen, ja gut, das ist ja
Auch ein alter Hut, ne? So, das grüne Trikot, was während der Tour de France-Übertragung überhaupt nicht mehr auffällt. Keine Ahnung, Jasper Philipsen erkenne ich immer erst, wenn er oben auf dem Siegerpodest steht. Vorher ist er mich völlig unsichtbar. Mal schauen, ob wir mit Danny van Poppel jetzt aufs Siegerpodest kommen. Straßen sind schön breit. Pascal Inkhorn haben wir da. Wir versuchen mit ein bisschen Schwung von hinten zu kommen. Holy fuck, ey. Keine Gnade kennen die da. So, das sollte eigentlich eine ganz schöne Sprintankunft werden. Da haben wir Van der Poel. Turner, Pidcock wird wahrscheinlich hier jetzt nicht mitsprinten. Mal schauen, jetzt geht es leicht bergauf. Mal schnell ein bisschen was. Mal schauen, dass wir hier eigentlich in einer sauguten Position sind. Da geht Philipsen los. Ah, jetzt sind wir wieder im Wind. Das ist nicht gut. Ich wäre gerne aus dem Wind raus gewesen. Ach. Tigersprung haben wir in der letzten Sekunde noch gemacht. Schade, dass die mir immer aus dem Weg fahren. Die sollen gefälligst eine gerade Linie fahren, damit ich hinten dran hänge und dann vielleicht die Etappe mal gewinne. Aber so wird es natürlich nichts. Aber eigentlich trotzdem ein spannender Sprint. Da sieht man alle auf einer Höhe. Letzten Moment, ja gut, vielleicht ein kleines bisschen zu spät der Tigersprung. Aber so Richtung Top 10 wird es gereicht haben. Brauchen wir ein bisschen Glück, um eben auch mal so einen Sprint zu gewinnen, dass einfach viele gute Sprinter weit hinten sind, aber bei so einer breiten Straße wird das nichts werden. Ich glaube, Philipsen hat sich den Sieg geholt. In der Gesamtwertung bleibt Wout van Aert vorne. Für uns gut, wir müssen nichts machen. Tom Pidcock in der Nachwuchsfahrerwertung. Ach ja, guck mal, jetzt kommt gerade die Siegerehrung hier bei mir auf dem Tablet. Also, Philipsen gewinnt vor Wout van Aert, Danny van Poppel auf einem guten sechsten Platz, Roddy Meus selber gesprintet auf Platz 25, Benny Girmay auf der 11, heute den Zwischensprint gewonnen. Und Dritter dann auf der Etappe geworden. Ich meine, grünes Trikot ist, glaube ich, ziemlich gesetzt bei Jasper Philipsen. Da gibt es wenige zweite Meinungen zu. So schaut die Gesamtwertung aus. Wout van Aert setzt sich ein bisschen ab, beziehungsweise übernimmt das gelbe Trikot, muss man ja sagen. Patrick Konrad auf der 11. Und nach wie vor finde ich es nice, dass Vingegaard jetzt schon 1 Minute 7 Rückstand hat. Also genau 1 Minute Rückstand auf Jai Hindley. Tadej Pogacar heute mit einer schlechten Tagesform natürlich trotzdem gut durchgekommen. 11 Sekunden hinter uns. So, nächstes Profil geht eigentlich auch Flotti Carotti, vierte Etappe flach, ne? Es geht beim deutschen Aktienindex los und es geht nach Nogaro, ne? Da fahren wir jetzt einfach hin, 182 Kilometer, eine Etappe, die jetzt auch wenig Schlagzeilen gemacht hat, gab glaube ich einen Sturz, oder? Ich glaube, dritte Etappe war die Geschichte, wo Jasper Philipsen Wout van Aert ein bisschen in die Bande gedrückt hat. Und vierte Etappe war der Sturz auch von Fabio Jakobsen. Aber habe ich jetzt gar nicht so eng verfolgt. So, also 182 Kilometer, danach geht es nach Lorenz. 167 Kilometer, da wie gesagt, wo Vingegaard attackiert hat und Pogacar alt hat aussehen lassen. Wer hätte damit gerechnet, dass einen Tag später das Ganze schon wieder anders aussieht? So, wir versuchen es wieder mit Danny van Poppel. Dieses Mal Etappe, boah, mega langweilig. Also genauso wie die Etappe in der Realität einfach mega langweilig war. Über viel Bauhaus haben wir noch gar nicht geredet. Zweiter Platz, dritter Platz. Ich glaube jetzt heute siebter geworden auf der Etappe. Aber mega gute Sprints von ihm. Einmal, ja, kleine Strafe bekommen. Keine Platzierungsstrafe, Geldstrafe, Zeitstrafe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es genau war. Hab die Szene auch nicht genau gesehen. So, wir geben einfach nochmal die blauen Gele. Wenn man hier schon kostenlos was zu essen bekommt, ne, muss man ja durchziehen. Boisson Hagen ist abgehängt. Der war ja auch mal in der Ausreißergruppe. Ich glaube, erste, zweite Etappe. Ich weiß es nicht mehr genau. Frederik Frison, halb Frisur, halb Bison. Der fährt den Sprint für Caleb Ewan an. So, Sinkeldamm kommt. Natürlich für Jasper Philipsen. Wir hauen uns hier nochmal. Uah, wer macht denn da noch eine Kurve rein? Leute, Leute, Leute. So, 50 Punkte gibt es zu holen. Kampf ums grüne Trikot machen wir nicht mit. Wir haben ja eh schon ein grünes Trikot. Die Farbe ist auch echt ähnlich. So, bringen wir uns nochmal in bessere Position. Ja, jetzt geht es hier auf die Rennstrecke. Hier sind wir Weltmeister geworden, fast. So, 2 Kilometer noch. Vorne sehen wir den Teufelslappen. Ballern wir nochmal den roten Balken uns voll. Ach, kommt schon, Leute. So, kommt schon. Diesmal haben wir ein bisschen Wind und komm schon. Muss doch eigentlich gereicht haben. Diesmal endlich mal ein bisschen Windschatten. Also,
Das wollte ich eigentlich sagen. Diesmal hatten wir ein bisschen Wind. Kann natürlich auch der gute Wind von hinten gewesen sein. Müsste doch gereicht haben. Da haben wir Cavendish, Caleb Ewan neben uns. Und boah, müsste der Etappensieg sein für Danny van Poppel. Nice. Also da sieht man mal, wie gut dieser Windschatten einfach ist. Ganz, ganz wichtig. Nicht von vorne sprinten. Da wirst du meistens noch überholt. Sondern einfach so an fünfter bis siebter Stelle dann sofort das Hinterrad von einem starken Sprinter holen. Man weiß ja ungefähr, wer es ist. Etappensieg für Bora Hansgrohe, sehr, sehr nice. Wahrscheinlich ist hinten Jai Hindley mit Buchmann gestürzt und ich habe es nicht mitbekommen. Beide raus. Nee, sehr gut. Das wäre es gewesen. Gute Tagesform natürlich auch für uns. Erster Etappensieg nehmen wir gerne mit. Das bedeutet für die Gesamtwertung keinerlei Änderung. Wout van Aert bleibt in Gelb vor Pidcock und Hindley. Vingegaard nach wie vor mit 1,07 hinten dran. Aber jetzt tut es zählen tun, ne? Man tut ja nicht tun, sagen tun, aber jetzt tut man es halt trotzdem. Es geht los in Po. Es geht immer los in Po bei der Tour de France. Ich weiß auch nicht, warum Po immer wieder stattfindet. Und dann geht es runter nach La Reine. Ich weiß nicht, ob das S stumm ist oder nicht. Spielt aber, glaube ich, auch keine Rolle. Ohr-Kategorie Berg in der Mitte. Der Berg der ersten Kategorie, der wird, glaube ich, der Gradmesser dann werden. Wie gesagt, da hat Vingegaard attackiert und Pogacar konnte nicht mitgehen. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Das war ein richtig krasser Kraftakt auf jeden Fall für Vingegaard, der sich am nächsten Tag dann aber auch noch so stark gefühlt hat, dass er direkt wieder attackiert hat. Mal schauen, wie es hier läuft. Vingegaard ist auf jeden Fall ein bisschen in der Bringschuld. Der muss hier eigentlich sich wieder Zeit gut fahren. Eine Minute Rückstand auf die anderen Favoriten. So, wir schauen mal kurz mitten rein in die Etappe. Der Col du Soudé, 14,4 Kilometer, 7,4% im Schnitt. Wout van Aert im gelben Trikot ist hier natürlich noch mit dabei. 145 Fahrer drin. Von unseren Jungs ist auch kaum einer rausgeflogen. Verteilen jetzt trotzdem nochmal das rote Gel an alle. So, sind jetzt oben die ersten drüber. Chamik holt sich hier die 20 Punkte. Alter Schwede Mickelberg. Einfach like a wrecking ball fliegt er da zurück. Wahnsinn, der Typ, der hat auch ordentlich Muskelmasse, der kann einen ordentlich hohen Gang in der Ebene treten, aber für die Berge ist er natürlich nicht so 100% gemacht, wobei er sicherlich da auch nicht ganz schlecht ist. Aber er hat, wie gesagt, andere Stärken. So, Immo Buchmann hier noch mit dabei. Ich habe überlegt, ihn in die Gruppe zu schicken, dachte mir dann, nee, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen realistisch durch. Immo Buchmann auf Bergtrikot wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, aber er soll eigentlich eher mal an der Seite bleiben. Wir haben Konrad und Jungels, die Buchmann und Hindley beschützen. Nils Polit versucht, Danny van Poppel ein bisschen Kräfte zu sparen, aber auf den nächsten beiden Etappen wird es da natürlich erstmal kein Mitspracherecht geben von Danny van Poppel Richtung Etappensieg. Das wird nur die Klassementsfahrer was angehen. Boah, jajajajajaja. Das war aber auch nicht ganz so ohne. Direkt mal ordentlich kurvig. So, wir bleiben hier mal in der Aerodynamik. Ja, vielleicht auch nicht. Die Lücke sollte jetzt auch nicht zu groß werden. Die ballern hier schon richtig rein. Hoppa. Ja, aber Abfahren macht mir inzwischen echt Spaß. Mache ich gerne. Wenn ich nicht irgendwo weggeräumt werde, so wie Buchmann da gerade sich selber abgeräumt hat. Einfach einmal kurz aus dem Bild das deutsche Meistertrikot. So, jetzt können wir aber wirklich mal ein bisschen aerodynamisch hier fahren, damit wir regenerieren. Haben den Col du Soudé ganz gut geschafft, aber es sind 108 Fahrer noch dabei. Verpflegungszone kommt noch. Blaues Gel wird also wieder aufgefüllt. Läuft alles erstmal nach Plan. Uiuiui. Und dann sehen wir uns gleich am nächsten Berg der ersten Kategorie wieder dort, wo eben Jonas Vingegaard Tadej Pogacar attackiert hat. So, wir gehen rein in den Col de Marie Blanc. Laporte macht Tempo. Shaw ist mit dabei, der auch eine gute Tour fährt. Bei Carapaz, ich glaube, mit Carapaz gestürzt. Ich weiß nicht, ob er bei ihm war, als Carapaz gestürzt ist oder ob Shaw da eben auch ein bisschen mit ist. So, wir haben Jungels hier noch. Wir holen uns mal Buchmann vielleicht an die Seite und lassen Jungels noch mal ein bisschen Tempo machen. Wo haben wir die 100? Da haben wir die 100. So, Jungels, fahr da mal hinterher. Du sollst hinterherfahren, Junge. So, Thibaut Pinot, Yates geht jetzt los. Warum fährt er nicht? Ich sag ihm, er soll 100 fahren und er lässt sich zurückfallen. Das ist ja echt ganz, ganz klasse. Naja, okay. Dann halt nicht. Dann haben wir Immo Buchmann an der Seite von Jai Hindley. Das sieht sowieso sehr realistisch aus. Die beiden auf der Etappe, ja, im Duo lange unterwegs gewesen. Dann Hindley alleine. Hat die Etappe dann zu Ende gefahren, allerdings aus der Ausreißergruppe. Das war hier natürlich nicht drin. Und Jai Hindley darf hier nicht in die Gruppe gehen. Da ist das Spiel dann doch,
ja, ein bisschen besser als die Realität, muss man ja fast schon sagen. Hat mich eh gewundert, warum Jumbo und UAE ihn haben weggehen lassen, aber man hat auf der sechsten Etappe ja gesehen, dass es völlig in Ordnung war anscheinend. So, vorne immer noch eine kleine Gruppe weg. Wir nehmen mal ein bisschen rotes Gel. Unser Team will immer noch kein wirkliches Tempo machen. Da ist Bob Jungels. So, Maika. Nero geht gerade richtig ab. Ich glaube, man hört ihn sogar. Vorne die Gruppe mit Steph Kras. So, wie Nero gerade abgegangen ist, war aber auch, es war, glaube ich, sein Erzfeind, der im Haus wohnt. Also nicht eine Person, sondern ein Hund. Die konnten sich noch nie leiden, die beiden. So, Maika macht schönes Tempo für uns. So, Nors Peters kommt da zurück. Es gibt wieder Zeitbonifikationen oben. Und dann natürlich noch eine Abfahrt. Und dann dauert es aber noch relativ lang, bis es dann ins Ziel geht. Deswegen würde ich da erstmal die Füße stillhalten. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Vingegaard machen können. 40 Fahrer hier auch noch drin. Gelbes Trikot noch mit dabei. Rafael Maika ballert ordentlich. Tom Pidcock noch am Start. Emo Buchmann hat uns aber irgendwie auch voll aus den Augen verloren. Konrad und Jungels versuchen da, wie gesagt, noch ein bisschen Tempo für uns zu machen. Auch einfach nur, weil wir sie gerade haben. Wir werden sie sonst im Endeffekt jetzt eh nicht mehr groß gebrauchen können. Wir haben ja Emo Buchmann, der eigentlich hier relativ gut rüberkommen sollte. So, die Reste der Ausreißergruppe. Wen haben wir da? Schamik, der den Ohr-Kategorie-Berg gewonnen hatte. Emo Buchmann ist wieder zurück, sieht aber auch nicht mehr ganz so fresh aus. Der musste jetzt auch kämpfen. 34 Fahrer hier noch drin. Der Berg zieht dann doch mehr Körner als gedacht. Hinten jetzt auch alle mal aus dem Sattel gehen. So, vorne mit allerletzter Kraft. Hindley hat noch rotes Gel. Weiß nicht, ob wir das im Finale dann vielleicht nochmal brauchen werden. Maika und Jungels sind auf jeden Fall durch. 20-Kilometer-Marke. Vorne haben wir dann die Kilometer-Marke für den Hügel hier. Den sehr brutalen Hügel der ersten Kategorie. Tempo bleibt hoch. Adam Yates ist durch. Zumindest der rote Balken scheint bei ihm nicht mehr ganz so da zu sein. Wo haben wir Vingegaard? Ich sehe da vorne nur Wout van Aert, aber Vingegaard sollte da dahinter sein. Wir wollen die Zeitbonifikation haben. Dafür sind wir auch hier. 15 Fahrer noch dabei. Gehen jetzt hier nochmal ein bisschen los. Einfach nur, um die Gruppe vielleicht auch noch ein bisschen kleiner zu fahren. Pogacar muss mitgehen. 300 Meter nur noch. Da müssen wir jetzt eh los. So, da holen wir uns auf jeden Fall sehr safe die Zeitbonifikation. Pogacar geht los. Da haben wir uns eine schöne Lücke hinten rausgefahren. Aber wie gesagt, der Weg ist noch unfassbar weit. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht voll durchballern. Dafür ist der Abstand zu gering. Wir können auf Pogacar warten. Vielleicht hat der ja Lust zu fahren. Dann hängen wir uns einfach hinten dran. Da wäre ich sofort am Start. Aber jetzt hier selbstständig durchziehen, mache ich nicht. Macht er aber auch nicht. Deswegen kommt da hinten die Gruppe Wout van Aert mit Vingegaard gleich wieder ran. Und dann sind wir hier mit den Favoriten. Also ich glaube, ihr seid alle damit d'accord, dass das keinen Sinn macht. Wir könnten jetzt hier raketenmäßig abfahren, aber dann die letzten, ja, 7, 8 Kilometer flach, da wäre es dann sowieso wieder rum. So, wir haben Bob Jungels immer noch an unserer Seite. Respekt, Soggy. Das ist schon mal nice. Buchmann verliert leider 2 Minuten. Adam Yates drückt gleich mal wieder aufs Tempo. Versuchen jetzt hier ein bisschen zu regenerieren. Ich bin eben so furchtbar abgefahren. Keine Ahnung warum. Keine Kurve mehr erwischt. Ist jetzt hier auch nicht viel besser. Eieieiei. Also ich bin komplett aus dem Rhythmus irgendwie in der Abfahrt. So, Adam Yates wartet eh da vorne auf Tadej Pogacar. Deswegen ist das nicht schlimm, wenn der da eine kleine Lücke reißt. Bob Jungels nach wie vor an unserer Seite. Mal schauen. Vielleicht holen wir uns ja hier tatsächlich den Etappensieg mit Jai Hindley. Das wäre natürlich nice. Da kommt Gaudu mit einer Attacke, alter Schwede. Kommt jetzt richtig hier vorbeigeballert. Na, wir bleiben mal sitzen. Wie in der Schule, ne? Sepp Kuss ist das. Aber Vingegaard müsste hier auch noch in der Gruppe sein. Macht ein bisschen Sorgen, der Däne. So, ja, jetzt ist das Ganze erstmal schön gesettelt. 13 Fahrer hier drin. Wenn keiner fahren will, dann gehen wir natürlich in die Mega-Aerodynamik. Etappe hat jetzt nicht ganz die Power wie in der Realität.
Aber wer hätte schon gedacht, dass auf der fünften Etappe Tadej Pogacar entscheidende Zeit für den, alter Jungels, für den Gesamtsieg verliert, und zwar gleich mal eine Minute. Das war ja wirklich sehr, sehr viel. Hindley hatte das gelbe Trikot, das versuchen wir zu reproduzieren. Wir sind auf einem guten Weg, aber Wout van Aert ist halt auch hier mit dabei. Okay, wir werden wieder weggeboxt hier in der Kurve. Ich habe es befürchtet. Uiuiuiuiui, da habe ich jetzt Nielsen Paulus aber ein bisschen bedrängt. Dylan van Baarle noch mit dabei. Einfach alle Jumbo-Jungs hier am Start. Wie gesagt, ich habe Envys Abfahren heute verlernt. Nachdem ich eben gesagt habe, es macht mir Spaß, habe ich alles verlernt, was ich jemals nicht konnte. So, hier bremsen wir mal nicht und fahren wieder hier rein. Jungels nach wie vor an unserer Seite. Vorne geht aber gerade die Luzi. Sollten wir jetzt schon dranbleiben. 7 Kilometer sind es noch. Ansonsten können wir Jungels natürlich gleich auch noch ein bisschen Nachführarbeit machen lassen, falls hier keiner mehr so richtig will. So, komm Junge, fahr mal hinterher. Wir kriegen das schon alleine hin. Jungels schicken wir nach. 5-Kilometer-Marke ist vorne. Wir fahren mal hier in den windgeschützten Bereich. Sehr gut. Das haben wir auf jeden Fall neutralisiert. Dann können wir Jungels ein bisschen runterdrehen, damit er das eben bis ins Finale schafft. Und dann geht es hier gleich in den Sprint rein mit Jai Hindley. Junge, du sollst fahren. Verfranst nochmal, ey. Wenn ich noch einmal das sehe, raste ich einfach völlig aus. So, der Henninger Turm ist mit dabei. Wout van Aert ist mit dabei. Ja, der könnte ein besserer Sprinter sein als wir. Hab da kein so gutes Gefühl, aber hier sind natürlich die absoluten Favoriten dabei. Romain Bardet ist raus, 2 Minuten Abstand. O'Connor ist raus. Wen haben wir sonst dabei? Carlos Rodriguez, Simon Yates. Wout van Aert geht wieder viel zu früh los. Hatten wir schon häufiger mal, dass er das macht. Und es macht einfach nach wie vor keinen Sinn, so früh hier loszugehen. Okay, wir haben noch rotes Gel. Wir können selber auch ein bisschen mitgehen. So, wir fahren uns mal ein bisschen in den Altersschwede. Er hat aber zu was 13 Sekunden hat er sich da rausgefahren. So, Yates, Pogacar, alter Schwede, die sind durch. Schauen, ob wir da vorne nochmal hinkommen. So, jetzt können wir eigentlich relativ gut durchziehen. Kommen wir dann nochmal hin? Ah, da kommen wir nicht ganz hin. Vingegaard ist noch stärker. Da haben wir es uns nicht gut eingeteilt, leider. Und Van Aert wollte gerade jubeln, aber ich glaube, Vingegaard hat sich dann den Sieg geholt. Da war ich jetzt ein bisschen großkotzig. Da dachte ich mir, okay, das haben wir im Sack, weil Wout van Aert so früh losgefahren ist. Sind wir vielleicht zu früh auch selber hinterher, aber die Lücke war so groß. So, naja. Gelbes Trikot haben wir uns, glaube ich, nicht geholt. Wobei. Warte mal. Nee, glaub nicht. Müssen wir gleich mal schauen. So, Immo Buchmann, ja, mit sparsamem Gesichtsausdruck. Konrad schon ganz anders. So, Adrien Petit ist noch am Start. Joach, Gruppetto kommt gerade an. Also, das war nix. Wout van Aert verliert dann im letzten Moment das Ganze noch. Jonas Vingegaard zieht vorbei. Wird im Team Jumbo Visma, glaube ich, noch richtig krachen, wenn die Etappe wirklich so ausgegangen wäre, dass Jonas Vingegaard im letzten Moment noch an Wout van Aert vorbeifährt. Ey, der hätte dem den Kopf abgerissen. So, gelbes Trikot bleibt bei Wout van Aert. Müsste ein enges Höschen sein in der Gesamtwertung. Okay, 12 Sekunden Zeitboni für Wout van Aert. Für uns sind es 8. Sind dann 11 Sekunden. Das Gesamtklassement hat sich jetzt ein bisschen zusammengeruckelt. Wir sehen, Jonas Vingegaard hat, ja, ein bisschen was gut gemacht. Hat er eigentlich 2 Sekunden verloren, oder? Also, 11 Sekunden der Abstand auf Wout van Aert auf der ersten Bergetappe, jetzt die 6. Etappe. Da wird sich das Ganze aber wieder ein bisschen entzerren. Also, Wout van Aert wird dort helfen für Jonas Vingegaard und sicherlich Zeit verlieren. Nielsen Paulus auf der 3, Enric Mas auf der 4, Carapaz auf der 6. Habe ich ja schon gesagt, die werden hier sicherlich Richtung Top 10, Top 5 wahrscheinlich sogar fahren. Tom Pidcock heute mit starker Tagesform. Trotzdem verliert er 6 Plätze. Das ist bitter. Vingegaard kommt hier irgendwie nicht so richtig aus den Startlöchern. Wieder eine schlechte Tagesform, aber der wird wahrscheinlich hinten raus dann richtig krachen. Pogacar mit einer Durchschnittstagesform. Und wir schauen jetzt mal auf die Etappe, die uns, glaube ich, allen Spaß gemacht hat, wo wir uns alle dran erinnern werden. Die 6. Etappe. Jumbo Visma mit ordentlich Selbstvertrauen in den Tourmalet reingeballert.
Jonas Vingegaard attackiert und im Schlussanstieg dann doch von Tadej Pogacar abgehängt zu werden. Nach Côte d'Ere-Combasque nicht der steilste Schlussanstieg, aber wie gesagt, der Ork-Kategorieberg vorher, der tut halt einfach unfassbar weh. Gut, machen wir in der nächsten Folge. Ihr wisst ja, wir schneiden das immer alles zusammen. Wir werden die Tour de France also in der nächsten Folge wahrscheinlich schon eingeholt haben. Jetzt haben wir 5 Etappen in eine Folge rein gehauen. Dann werden wir wahrscheinlich die Etappe 5 bis oder 6 bis 9 in die nächste Folge reinhauen. Dann sind wir auf jeden Fall wieder auf Stand und ich bin sehr gespannt auf die Puy de Dôme Etappe, weil das ist dann schon wieder was auch Tadej Pogacar tatsächlich liegt. Der ist beschleunigungsstärker. Es geht wirklich nur 4-5 Kilometer. Da sieht man, die letzten 4 Kilometer sind 12% im Schnitt. Da geht die Etappe eigentlich erst los, wenn man ehrlich ist. Wird sicherlich unten rein schon ordentlich Tempo gemacht werden, aber da es nur diesen einen Berg gibt, wird das Feld relativ groß sein. Vielleicht lässt man auch eine Ausreißergruppe fahren, damit es auch nicht mehr um die Zeitbonifikation geht. Oder eben Tadej Pogacar sagt, nee, gerade diese Zeitbonifikation und den Etappensieg, den will ich haben. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Etappe 7 und 8, ja, Mai, Bordeaux, heute Jasper Philipsen gewonnen. Und Limoges wird wahrscheinlich Jasper Philipsen gewinnen. Also was soll schon passieren? Der gewinnt wahrscheinlich jede Sprintankunft. Er hat eine tolle Sprintanfahrt mit Mathieu van der Poel und Co. Wird in super Positionen gefahren. Er ist der mit Abstand stärkste Sprinter. Da muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass er mal einen Sprint nicht gewinnt. Aber, also, wir sind gut in Position. Jai Hindley auf der 2, Emanuel Buchmann unter ferner liefen, aber er macht einen guten Job als Helfer und so soll es ja auch sein.